Radio Bonkito. Radio Bonkito. Bonkito. Von Mensch zu Mensch. Ja, willkommen. Okidok News. Willkommen da draußen an dem Bildschirm. 10. August 2023. Ja, heute ist lang mal wieder eine Sendung vom Henning. Es heißt hier heute Natur in ihrem Wirken, die Kraft der Kommunikation und Bewusstwerdung, so heißt es. Heute ist die Jaela von Sehen ohne Augen bei uns zu Gast. Die zwei anderen Gäste, der Harald hat momentan Internetprobleme und der, genau, Harald war das, genau, so wie ich das jetzt hier sehe. So, und heute nicht nur Frankreich brennt, die Bude. Es liegt an uns allen, das richtige Denken und Handeln, Kommunizieren mit den kosmischen Gesetzen der Resonanz zu transformieren, um die Menschen kraftvoll zu Information schenkend und bereichern. Es braucht mehr als nur Liebe. Und die Liebe ist das, was ich unheimlich wichtig finde. So wie es in den Wald reinkommt, kommt es heraus. Ursache, Wirkung. Jetzt rede ich nicht weiter. Jetzt gibt es noch einen Werbetrailer von Dietmar Schwarz, die Weltenlüge. Und dann begrüßen wir den Botschafter der lebendigen Erde und die Jaela. Viel Freude. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, wo immer auch ihr welche Tageszeit habt, die zuschauen. Ein Dank an Klaus, dass wir diese Sendung machen dürfen. Und ich begrüße zu meiner Linken, so wie es bei mir sich jetzt darstellt, die Jaela von Sehen ohne Augen. Und damit die Leute oder Zuschauer sehen, was wir hier im Natur in ihrem Wirken bewirken, darf sich die Jaela Mercedes von Nova Vision vorstellen. Und bitte erzähl kurz mal den Zuhörern und Zusehern, was du so machst. Und dann danach besprechen wir, wie das Ganze funktioniert, was Kommunikation ist. Mhm. Danke vielmals, Henning und auch Klaus, für die Einladung, dass ich dabei sein darf im heutigen Abend, beziehungsweise guten Morgen, für wo immer ihr uns anhört, oder guten Tag. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist, man kennt mich mit Jaela Mercedes. Ich bin die Präsidentin vom Verein Nova Vision, den ich 2018 gegründet habe. Ganz kurz meine Geschichte, ich komme aus Kolumbien, meine ganze Familie ist aus Kolumbien, durfte allerdings, weil mein Vater ein Visionär war, in Wien aufwachsen. Ich war hier 8 Jahre lang mit meiner ganzen Familie, mit meinen Geschwistern, bin auf die französische Schule gegangen, somit, und wir waren 3 Sommer lang, den ganzen Sommer lang in England. Somit habe ich in meinen ersten 8, also von 2 bis 8,
quasi ununterbrochen alle vier wichtigsten Europasprachen gesprochen und gelernt, also Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Und die beherrsche ich genauso, wie ich jetzt eben Deutsch beherrsche. Und ich habe ein ganz normales Leben geführt, allerdings habe ich einen Weckruf haben dürfen, als ich meine Familie hatte, drei kleine Kinder, drei kleine Buben. Und plötzlich ist das mittlere Kind, dreieinhalbjährig, von gesund auf tot in 3 Tagen. Das war mein Weckruf, wie ich es nenne. Habe das Ganze niedergeschrieben im Buch Vom Leben getragen. Und das mittlerweile sowohl auf Spanisch, Llevada por la vida, oder auf Deutsch eben Vom Leben getragen, bereits im Handel ist. Und durfte mich weiterentwickeln, weil ab dem Moment habe ich angefangen zu fragen, was soll das, wozu sind wir da? Und habe meinen Bewusstseinswerdegang einfach gestartet, sozusagen. Und hat mich letzten Endes wir haben dann noch ein viertes Kind geboren, aber dann trotzdem nach 2003 war der Schritt und 89 ist er gestorben. Also 14 Jahre später habe ich eine Scheidung gehabt, wo ich wirklich leben und erleben durfte. Und das ist Teil meines Buches, wie mich das Leben getragen hat. Und ich war dann einfach wirklich auf meinen Bewusstseinswerdegang, was ist meine Mission im Leben? Warum habe ich gewählt, auf diese Welt zu kommen, auf diese Erde? Einerseits, ich wollte Mutter werden, das wollte ich sehr wohl, aber ich wusste, ich habe noch was anderes. Und 2016 war es soweit, dass ich erfahren durfte, durch einen Link in einem Newsletter von Dr. Jody Spencer, habe ich einfach Kinder gesehen, die mit verbundenen Augen einfach alles sehen konnten, gelesen haben, gespielt haben. Und da ist mein Herz gesprungen, habe dann recherchiert, habe erfahren, die ganze Methode kommt aus Mexiko und war für mich kein Thema. Ich bin nach Mexiko geflogen, zum allerersten Mal so weit wegen einer Ausbildung, habe dann dort die Ausbildung in 4 Tagen gemacht und habe das Ganze nach Europa gebracht mit einer Kollegin aus der UNO-City, wo ich lange gearbeitet habe. Und dann ist diese Methodik durch mich eben und diese Kollegin, das erste Seminar auf Englisch gehalten habe, das ich letzten Endes übersetzen durfte, haben wir das Ganze nach Europa gebracht. Und ja, wie gesagt, ich habe damit gearbeitet von Anfang an, begeistert und habe mit der Zeit verstanden, einen Verein gründen. Und wir haben ein paar Projekte im Verein Nova Vision, aber unser Herzensprojekt ist Sehen ohne Augen. Wir bringen Kindern und Jugendlichen bei und eben, ich bin mittlerweile sogar europaweit diejenige, die das an Erwachsene beibringen kann, in 4 Tagen, so wie ich es in Mexiko gelernt habe, wie sie die Kinder das Sehen ohne Augen beibringen können und das Ganze wirklich verbreiten können. Und dass es Teil der Zukunft ist, dass wir damit eine neue Welt, eine neue Gesellschaft gründen, das ist für mich total außer Diskussion, steht außer Diskussion. Ja, wunderbar. Danke dir für die Einleitung. Und ich hatte gestern Abend auch ein sehr schönes Erlebnis. Und zwar war ich in ein Konzert eingeladen worden. Und in diesem Konzert durften dann auch Hörgeschädigte und auch Sprachgeschädigte im Publikum mitsitzen. Und auf der Bühne war dann auch jemand, der dieses Ganze, was an Musik, an Klang rüberkam und auch für die Taubstummen dargestellt worden ist, also so eine Künstlerin der Gebärdensprache, die das Emotionale, den Ausdruck von Klang und Sprache zum Ausdruck gebracht hatte, dass das eine wahnsinnige Ergänzung war auch zu der Musik, die man als normaler Mensch hören konnte, noch eine Nummer größer war als wie nur Tanz oder Darstellung. Zu dem Gesang und zu den Klang. Und ähnlich ist es auch mit dem Sehen ohne Augen, dass wir mehr wahrnehmen können, als wir wirklich sehen. Richtig. Und der Mensch ist ja ausgestattet mit 12 Sinnesorganen, die also Frequenzen oder Impulse oder Schwingungen empfangen,
die unser Gehirn oder Verstand letztendlich umsetzt in fünf Sinne oder ja, fünf, sechs Sinne. Es gibt eine Fernsehsendung, eine Verkehrssendung, die schon etwas sehr alt ist und wo es dann hieß, der siebte Sinn. Ja? Dass wir also in ein höheres Bewusstsein kommen, dass wir unsere Impulse optimal umsetzen, also erstmal optimal empfangen, optimal umsetzen, um ein höheres Bewusstsein zu bekommen. Und dieses höhere Bewusstsein, das zeigt sich jetzt auch überall. Nicht nur eben sehen ohne Augen, sondern auch eben, wie ich es gestern erleben durfte, auf einer Bühne, wo also wirklich der Ausdruck, also das, was man empfindet, was man wahrnimmt, reflektiert wird. Und die Kommunikation, die wir haben, basiert zwar momentan auf einer übergelagerten Sprachmatrix, möchte ich mal sagen. Also es ist eine Sprach- und Zahlenmatrix, die in unserem Bewusstsein oder Unterbewusstsein eigentlich dazu geführt hat, dass wir einmal eine optimalere Anbindung hatten, die verloren gegangen ist, aber jetzt wiederkommt. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auf einen guten Weg, dass die Dinge auch wieder wirksam werden. Also Dinge meine ich jetzt, unsere Sinnesorgane wieder alle einschalten können. Auch du hast mir vorhin erzählt, dass also dein Verstand es noch nicht zulässt, dass du sehen kannst ohne Augen. Ich hatte das Erlebnis in der Nazca-Wüste, dass ich plötzlich vor meinen Augen noch etwas anderes sehen durfte, was mir aus höheren Visionen oder was heißt Visionen, aus höheren oder energetisch eben mir gesendet worden ist, was ich dann wahrnehmen konnte oder sehen konnte oder zusätzlich sehen konnte. Genauso wie es bei den Leuten ist, die also auch mit dem Sehen ohne Augen ja im Grunde genauso sehen können, klar und deutlich. Und nicht nur in einem bestimmten Blickwinkel, den wir haben, sondern auch teilweise bis ganz um uns herum, also um 360 Grad. Und also die können auch nach hinten gucken, die sehen, die spüren oder merken eben über die Sinnesorgane, was an energetischen Einwirkungen von hinten auch auf sie einwirkt. Und dieses spannende Thema, das ist so mein Lebensweg, der mich dahin geführt hat, dass ich eben dieses Erlebnis in der Nazca-Wüste hatte, dass ich auch etwas gesehen habe, was ich in Bildform oder in fast 60 Grafiken versucht habe, in kleinen Paketen zu vermitteln. Aber wenn ich eine Grafik darstelle, sagen immer noch, das sind viel zu viele Informationen drin, da musst du noch mehrere Grafiken draus machen. Also die Informationsflut, die auf unseren Leib einwirkt oder über unsere Seele auch einwirkt, ist immens groß. Und die Verarbeitung oder dieses damit umgehen, dass wir also jetzt nicht mehr unseren Verstand benutzen, sondern eben wirklich unsere alle Sinnesorgane im Hier und Jetzt, also in dem wirklichen Empfinden und das dann auch wieder zum Ausdruck bringen, dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene und auf ein ganz anderes friedvolles, harmonisches, paradiesisches Zusammenleben. Und ich finde es einfach herzerglückend, mit Leuten so wie mit dir jetzt darüber reden zu dürfen, was kann man tun? Da hast du vollkommen recht. Also die Art der Kommunikation, die diese Kinder oder sogar die Erwachsenen, die es schaffen, in diesen 4 Tagen von der Lernwerkstatt es zu sehen, meistens die entwickeln dann ihr eigenes. Die eine hat mir gesagt, du, ich werde nur noch geschubst von meiner Intuition, da rechts, links, rot, das machen, da, jenes machen. Also da hat sie gar keine Wahl mehr, weil es so deutlich ist. Das sagen viele, die einfach das sehen ohne Augen, weil es ist klar, es ist nur ein Türöffner. Viele Kinder meinen, sie nennen es, sie können Gedanken lesen. Das ist genau, man könnte es so sagen, ja, sie sind einfach einen Schritt voraus.
Sie erfassen einfach die Gedanken der anderen. Sie können, wie es in Mexiko ein paar Mal passiert ist, dass die Schülerin die Hausaufgabe der nächsten Stunde gemacht hat, wobei die Lehrerin sie noch gar nicht aufgelegt hatte, diese Hausaufgabe, weil sie einfach den Gedanken erfasst hat. Ja. Solche Sachen sind möglich, aber das ist im Entstehen. Ja. Ich erwähne es immer wieder, damit die Kinder es bereit sind oder vorbereitet sind, wäre der richtige Ausdruck, wenn es passiert, dass sie sagen, aha, okay, und jetzt, ab jetzt es bewusst machen, einschalten, ausschalten. Es soll ja nicht konstant passieren. Das fängt an, unangenehm zu sein und ist vielen von uns sicherlich in der Kindheit so passiert, dass wir irgendeine Fähigkeit hatten, mit der wir gar nicht zurechtkamen und dann haben wir sie einfach abgeschaltet. Das passiert aber bei einem selber, dass man es dann abschaltet als Kind, wo man dann sagt, diesen Widerstand kann ich nicht mehr erhalten. Diesen Widerstand der Erziehung, die auf einen als Kind gewirkt hat, den kann man nicht mehr widerstehen und hat sich dann den Bedingungen unterworfen. Richtig. Und ich arbeite ja in der gewaltminderen Friedensarbeit in Zusammenarbeit mit dem Mediator der NATO, um eben Kriege oder anstehende Kriege zu eliminieren. Das heißt, wir Menschen haben uns eine strukturelle Gewalt erschaffen, unter anderem auch die Wortmatrix der Sprache und Zahlen. Und die jetzt wieder zu eliminieren oder beziehungsweise an die Basiskommunikation allen Seins, am Zusammenleben und am Zusammenwirken, die ist ja nonverbal und die kommt jetzt aber immer mehr zu tragen. Also nicht nur durch mich, weil ich jetzt in der Nazca-Wüste war, sondern auch eben durch Kindern, wie du denen es auch beibringst. Und auch von Phänomenen, wo man denkt, oh hoppla, da passiert jetzt irgendwas. Und zum Guten. Und die Bewegung aller Energien oder allen Lichts oder aller Substanz, weil Licht ist ja auch eine Substanz, ist ja alles lebendig. Und dieses tote Sachenrecht, was wir noch leben, ist ja eigentlich indoktriniert. Wir sind ja nicht tot, wir sind ja lebende Wesen. Nur mit dem toten Sachenrecht hat man Rechtsgeschäfte gemacht und diese Geschäfte, die gehen jetzt alle nach und nach, werden minimiert. Weil Geschäfte machen ist nicht mehr energetisch gewollt, beziehungsweise die Leute merken auch, dass wenn sie Geschäfte machen, dass sie Leben korrumpieren. Und dieses Korrumpieren ist eigentlich jetzt auch Ausdruck, was wir auch im Außen sehen, wo in Frankreich alles brennt, wobei Frankreich gar nicht mal die Ursache ist, sondern eigentlich mehr Südafrika, weil von da kommt der ganze Uran her oder der Brennstoff für ihre Kraftwerke. Und das sind alles Verträge, die man gemacht hat aus uralten Zeiten, aus Kolonialzeiten. Und diese Verträge werden, oder beziehungsweise die Leute, die dahinter stehen, die diese, wie soll ich das jetzt sagen, energetischen Ungleichgewichte durch die Verträge in die Welt gebracht haben, das energetische Ungleichgewicht sich jetzt zeigt, indem es eben korrumpiert, auseinandergeht, zerbricht. Und diese alten Strukturen oder die strukturelle Gewalt, wie wir in der Gewaltdiplomatie darüber reden, die zerbricht jetzt auch, diese strukturelle Gewalt. Die wird auch, die ist also durch die Corona-Krise schon massiv in Einbruch gebracht worden, durch eben Sanktionsmaßnahmen, von Geschäfte schließen und Maßnahmen, dass man nur unter bestimmten Bedingungen, das heißt, die Bedingungen werden so weit erschwert, bis wir uns von diesen Bedingungen, die uns eigentlich dazu gebracht haben, unser natürliches Sein abzulegen, wiederfinden. Ja, da hast du vollkommen recht. Und indem wir einfach zurück zu unserer Natur finden und einfach uns alleine den Tag anders anfangen, indem wir in den Tag Frieden wünschen für die Welt. Wenn wir das dauert eine halbe Sekunde, ja, einen
wohlwollenden Gedanken an die Welt schicken, ist schon die Kommunikation anders. Und wenn man vor einem Gespräch einfach gedanklich sagt, mögest du gesegnet sein, ist schon die Kommunikation anders. Ist ja, die Kommunikation findet auf einer anderen Ebene an, beziehungsweise nimmt einen anderen physischen Weg ein. Es läuft nicht nur noch über den Verstand, es läuft auch über die Sinnesorgane, der Wahrnehmung, der Empfindung, der Gefühle. Und es gibt ja in der Sprache 7 Fragewörter. Ja? Und die 7 Fragewörter haben auch was mit den 7 Mythen zu tun. Oder auch was wir an Märchen kennen. 7 auf einen Streich oder 7 Zwerge. 7 Zwerge, genau. Es gibt 7 Märchen, wo auch die 7 siebenmal vorkommt. In irgendeiner Form, in einer Mystik, in einer Erzählung oder wie auch immer. Und diese 7 Fragen ist es ja auch. Wie, wann, wer, warum, weshalb und wieso. Sollte man in der Kommunikation, bevor man irgendwelche Bedingungen eingeht, erst einmal erfragen. Weil die Schöpfung ist eigentlich von Natur aus bedingungslos. Bedingungslos in der Harmonie, in der Achtsamkeit und in der Liebe. Und ich finde es immer wieder unpassend oder unvollständig, wenn immer nur von Liebe erzählt wird und der Rest immer weggelassen wird und mit einem Mantel zugedeckt wird, damit man diese strukturellen Gewalten aufrechterhalten kann an die Bedingungen, die man gewohnt ist. Aber die Bedingungen dürfen wir alle loslassen. Und ich finde es wieder unheimlich toll, also wie gesagt, dass also dieses Bewusstwerden auch in der Form nicht nur von der Wahrnehmung, sondern auch von dem reflektierten Ausdruck sich widerspiegelt in der Gesellschaft, in der wir zusammen sind oder zusammenleben. Da hast du vollkommen recht, Henning. Also, und das ist das, was mich so sehr fasziniert an dieser Methodik, dass sie so sehr und so komplett ist. Ja? Es gibt viele Arten von Sehen ohne Augen auf der Welt zurzeit. Diese Methodik allerdings, sagen wir immer wieder, es ist nur die Dekoration von einem Kuchen, das Gespräch mit den Eltern, die es jedes Mal stattfindet, weil es sind für die Kinder sind es 10 Lektionen, einmal in der Woche, idealerweise. Und da gibt es immer wieder ein Lebenscoachingsthema. Ja? Mhm. Und da erfahren am Ende der Einheit die Eltern, um welches Thema ging es in der Einheit und wie kann ich mein Kind besser unterstützen. Und da kriegen die Eltern gleich in der ersten Einheit mit, wow, was hat denn mein Kind alles von mir so mitbekommen, ohne dass ich je ein Wort darüber gesprochen habe? Ja, Traurigkeit. Da gibt's Müttern, die ja einen Tod noch nicht überwunden haben von ihren Eltern, zusammen mit Schuldgefühlen, weil sie da involviert waren, das Auto gefahren sind, wo die Mutter gestorben ist und so weiter. Und das Kind hat einfach mitbekommen, die Mama ist traurig, traurig, traurig. Dabei hat sie von den Worten her ein glückliches Dasein gezeigt, aber das Kind hat genau das aufgesaugt, was die Mutter ausgestrahlt hat, nonverbal. Und das ist auf das, was wir jetzt zurückkommen, und das ist das, was wir auch in jeder Einheit sagen, bitte nicht mehr anlügen. Wenn du von nach Hause kommst und einen Streit vor kurzem gehabt hast und angefressen bist, sag nicht, wenn dein Kind dich fragt, Mama, wie geht's dir, oder Papa, wie geht's dir, sag bitte nicht, es geht mir gut, weil das Kind spürt ja, es geht dir nicht gut. Und dann sagen die Eltern, ja, aber ich will ihn ja nicht belasten. Versteht jeder Erwachsene, dass er ihn nicht belasten will damit. Aber dann sage ich, dreh den Spieß um. Frag dein Kind, wie nimmst du mich denn wahr? Und dann sagt das Kind, ich nehme dich irgendwie angefressen wahr oder wütend oder müde oder was auch immer. Und dann bestärke ihn in seiner Wahrnehmung. Bestärke ihn in ein nonverbales Gespräch, das er aufgenommen hat. Es geht mir nicht so gut. Und dann sag du, es hat nichts mit dir zu tun. Gratuliere, genau so geht's mir. Ich habe einen Streit vorhin gehabt, hat nichts mit dir zu tun. Komm, gehen wir raus, begleite mich, lass mich 5 Minuten einfach nur in die Natur gehen. Dann bringst du deinem Kind bei, wie tut man
auf richtige Art und Weise Workout machen, indem man in die Natur geht oder eine kalte Dusche nimmt und dann bin ich für dich da. Aber dann bestärkt man das Kind, an sich zu vertrauen weiterhin, sein Selbstvertrauen beizubehalten und eben ihn bestärken, wow, cool, mein Thermometer hat gestimmt. Ja, das ist die Wahrnehmung ist schon, wird immer optimaler. Ja. Optimaler über unsere aller Sinnesorgane. Und um nochmal auf diese Wortschreib-Zahlenmatrix zu kommen. Die Sprache, die also dieser Kommunikation, also der nonverbalen Kommunikation überlagert worden ist, ist ja auch manipuliert worden. In Form von der Negation der Sprache, dass man also du sollst nichts sagt oder viel sagt. Oder vergiss die Schlüssel nicht und dann ist das Kommando vergessen. Ja, also wenn man ein bisschen darauf achtet, die Negationen zu erkennen in der Sprache, auch mal zu hinterfragen, was meinst du denn? Ja. Meinst du das wirklich so, wie du es gesagt hast, oder geht das auch anders oder meinst du auch was anderes? Das ist also ein sehr wesentlicher Aspekt, wo man auch in der sprachlichen Kommunikation sich optimieren kann. Und es ist ja nicht nur die Negation, es sind ja auch gewisse sprachliche Begrifflichkeiten. Ja? Unterhaltung, Wahnsinn, muss. Das meine ich jetzt gar nicht mal. So Vorsilben, die versprechen. Ja? Das heißt, ich habe dir was zugesprochen, aber ich kann es nicht halten. Ja? Und dass man von vornherein sagt, ich spreche dir das zu, ich begreife das, was du mir sagen möchtest, aber verstanden zu sagen oder versprechen zu sagen, das sind so Wortbegriffe, die sind so abgedroschen. Und es gibt auch ein Sprichwort, das sagt, jedes Wort aus der Gewohnheit benutzt, hat seinen Sinn verloren. Und in der Neufindung der Sprache kommen wir auch dem wieder näher, dass wir auch nonverbale Kommunikation mehr achten. Ja, genau. Und da tut man sich dann schmerzt es einem, wenn er nicht kohärent, also wenn Inkohärenz sich zeigt. Weil A sagen, aber B ausstrahlen. Geht nicht. Das wird durch die Verstärkung der Resonanzkraft, die momentan, also durch die Wiederbelebung der Erde, das wird alles kraftvoller. Das heißt also, jeder, der sich selber belügt oder andere belügt, bestraft sich letztendlich selber und andere mit. In seinem Ausdruck. Ja. Und das ist das, was viele meinen, das würde keiner mehr sehen. Doch, es wird gesehen. Und es wird nicht nur gesehen, es wird auch gespürt. Und es wird auch über andere Sinnesorgane auch noch wahrgenommen. Wenn wir wüssten, wie wichtig es ist, unsere Gefühle, die richtige Ausstrahlung unserer Gefühle zu haben, weil damit erschaffen wir alles mit unseren Gefühlen. Ja, es sind nicht nur die Gefühle, es ist mehr, es ist die Resonanzkraft, es ist die Emotion, es ist das Gefühl, es ist auch die Wortkraft, die wir dabei benutzen. Es gehört alles zusammen. Wir kommen eigentlich jetzt in einer Zeit von der Dualität in eine Trinität. Und eine Trinität ist immer eine Einheit. Ja, also von dem Ich und Du kommen wir weg in ein Wir. Und das Wir ist wieder eine Einheit, eine Menschheitsfamilie. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl lässt Grenzen sprengen. Das heißt, wir werden auch im Grunde genommen durch diese optimale Kommunikation in einem Denken grenzenloser. Ja, absolut. Sehr schön ausgedrückt. Absolut. Sehr schön ausgedrückt. Hervorragend. Richtig. Und diejenigen, die diese Fähigkeiten haben, so wie du, wie ich und die leider nicht in der Sendung dabei sein durften oder konnten, aus technischen Gründen jetzt, nochmal herzlichen Dank an die, die dabei sein wollten. Es ist eine Belebung und wir sind Vorbilder. Und die Kinder, die du ausbildest, werden Vorbilder.
Und wenn wir Vorbilder wieder haben, die wirklich gut sind, dann kommt auch das Gute wieder auf die Erde zurück. Und Ja. das und die strukturelle Gewalt und du musst und du darfst nicht, das fällt alles weg. Und je weniger wir es wieder in die Resonanz bringen oder wiederholen, desto schneller geht es von dannen. Richtig, absolut. So ist es, so ist es. Weil diese Kinder verstehen sehr wohl wesentlich mehr, dass wir alle eins sind. Sie möchten zwar nicht auffallen, deswegen geht das Ganze sehr langsam voran, aber sie sind diejenigen, die dann die Vorsprecher sind in der Klasse, also wie nennt man das, Klassensprecher werden oder Lieder. Schwächeren helfen. Sie haben dieses Wir, Gefühl einfach in sich und In helfen sich. einander. Ja. Und helfen einander. Das Miteinander helfen ist aber, dass wir zusammen agieren in den Gruppen vor Ort, wo man auch zusammen lebt und dass man dort autark wird, indem man eben diesen Strukturen der Bedingungen, denen wir noch ausgesetzt sind, einfach aussteigt. Das heißt also, das System, wir müssen nicht aus dem System raus, wir dürfen das System aus uns herausnehmen. Also diese Bedingungen, diese Strukturen, dieses fehlerhafte Denken. Wobei fehlerhaft meine ich nicht falsch, sondern eben, dass es unvollständig ist. Ja? Also wenn wir die Empfindungen und das Bewusstwerden unserer Sinnesorgane, die Wahrnehmung auch bewusst werden, wie sie funktioniert und wie man sich selber optimieren kann, dass wir da auch zum Vorbild werden können, auch als Erwachsene, und es den Mitmenschen einfach zeigen und auch wirklich herausbringen. Weil es wird immer kräftiger, die Resonanzkraft wird stärker, und je stärker die Resonanzkraft wird, ist das, was wir aus uns herausbringen, zum Ausdruck bringen, wird auch kraftvoller. Ja, und da dürfen wir einfach lernen, dass das mit der Resonanz ist so wichtig. Solange ich mich nicht weiterentwickle oder wenn ich glaube, dass ich also stehen bleibe, jetzt geht es mir gut, bleiben wir so, wie wir sind, das geht jetzt nicht. Entweder gehen wir voran oder wir gehen rückwärts. Stehen bleiben geht es nicht. Wir sind wie eine Pflanze. Entweder lassen wir uns gießen oder eben nicht. Und Resonanz wird immer das sein, womit ich in Resonanz bin. Richtig. Das Ja. sind also meine eigenen Gedanken, sind die, die letztendlich auch wieder nach außen strahlen. Und Und deswegen, wenn ich glaube, eben, und da frage ich immer wieder in meiner Lernwerkstatt, weißt du den Unterschied zwischen Glaubenssatz und Überzeugung? Und viele wissen da nicht den Unterschied. Und da sage ich, Glaubenssatz ist meistens etwas, das ich von meiner Mutter, von den Eltern, von irgendeinem Lehrer oder von Freunden aufgenommen hat und glaube. Alleine wenn ich es schon glaube, habe ich eine entsprechende Ausstrahlung und werde das anziehen. Zum Beispiel, Großstädte in der Nacht sind gefährlich. Wenn ich das glaube, weil es mir meine Mutter oft genug gesagt hat oder meine Eltern, werde ich diese Angst auch ausstrahlen. Großstädte sind in der Nacht gefährlich. Und dann passiert es, dass ich in einer Großstadt bin, abends draußen im Zentrum. Und wem passiert etwas? Mir. Ich habe ja die Resonanz dafür. Ja, und dann Ja, habe ich die Überzeugung. man sieht es an. Genau, und dann habe ich die Überzeugung. Tatsächlich, so ist es. Und so werde ich alles anziehen, laut dem, was ich glaube und überzeugt bin. Und nur wenn ich bereit bin, das zu verändern, kann ich eine andere Welt um mich herum schaffen. Bewusstsein. Weil Bewusstsein. Menschen die im Welt, anderen Bewusstsein, ja. die Welt ist eigentlich ein Gedankenkonstrukt meines eigenen Bewusstseins. Ja gut, die Welt ist für mich an und für sich die Menschen, mit denen ich umringe. Letztendlich ist die Welt im Außen die Summe aller Denkenden. Richtig. Ja. Genau. Und die Summe aller Denkenden wandelt sich aber jetzt dadurch, dass wir auch in der Wahrnehmung optimaler werden, in ein gutes Sein. Und das gute Sein, wer es kann, wer es leben kann, so wie du oder deine Kinder oder deine Schüler, wenn wir das weiter in die gute Welt bringen, dann bekommen wir auch wieder eine paradiesische Erde.
Und das ist mein Wirken, Natur in ihrem Wirken. Und wir sind auf gutem Wege wieder zur Muttersonne, also zum Zentrum unserer Galaxie. Und was sich ja auch ändert, ist auch momentan die Weltbilder. Wir haben ein geozentrisches Weltbild, wo alles steht, stillsteht, also sprich tot ist. Und das hat sich aber schon vor 500 Jahren mit Galileo Galilei und Kopernikus ja widerlegt oder ist widerlegt worden, obwohl heute immer noch viele da meinen, die Erde ist flach und was weiß ich nicht alles, die da noch schwer dran festhalten. Aber das heliozentrische Weltbild, dass also die Sonne steht und sich alles um die Sonne dreht, ist genauso fehlerhaft, weil es ist wirklich alles in Bewegung. Es ist eine tanzende Welt. Es ist eine tanzende. Das heißt, das Licht ist in allen immer in Bewegung und im Tanz und in Rotation. Und dieses Bild kann man eigentlich auch gar nicht so mit Worten beschreiben. Das kann man nur noch fühlen oder so, wie ich es in der Nazca-Wüste erlebt oder vor meinen Augen gesehen habe, als ein Bild, wo dann 60 Grafiken draus geworden sind, die immer noch zu viel Informationen hatten, dass man sie gar nicht als Grafik richtig interpretieren kann. Nur für den, der es weiß, halt eben. Und diese Information ist es ja letztendlich, die uns ausmachen, die immer in Bewegung sind. Und die Bewegung ist halt eben, dass also das Licht, wenn es aus unserer Galaxie Muttersonne kommt, also aus dem Zentrum kommt, spiralförmig von der Muttersonne weggeht, um die Muttersonne herumkreist und bei dem Umkreisen einmal näher zur Muttersonne ist und einmal entfernter ist von der Muttersonne. Ja. Und wenn wir näher zur Muttersonne kommen, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und wenn wir weiter entfernt sind, dann haben wir ein minderes Bewusstsein bis gar kein Bewusstsein mehr. Und wir erleben es ja eigentlich auch jede Nacht und das finde ich auch toll von dem Dr. Volkhammer, dass er gemessen hat, dass wenn wir schlafen, bis zu 600 Gramm leichter sind in der Nacht, wenn wir träumen. Und unser Bewusstsein ist eigentlich nicht unser Verstand, was also unser Gehirn und den Leib ausmacht, sondern unser Bewusstsein ist eigentlich unsere Seele oder dieses Informationsfeld Seele, was an uns tagsüber anhaftet und nachts auf Traumreise ist, wo wir die Traumerlebnisse haben. Ja, also von dem, was ich Bewusstsein eben für mich als Begriff geworden ist, es ist ja erwiesen, dass wir kein Bild davon haben, was ist Bewusstsein, und da kann man sich's am leichtesten tun, wenn man es irgendwie in bewusstes Sein eben tagsüber, du bist wach, erlebst du alles und da tust du einfach dein Intellekt anwenden und da dein Intellekt hat ja sechs Teile sozusagen, dein Wille, Intuition, Vorstellungskraft, das sehr wichtig ist. Für mich ist die Vorstellungskraft, ich nenne es immer wieder, das Werkzeug, das wir als göttliche Wesen haben, die wir sind. Dann haben wir Gedächtnis natürlich, was die Schule so schön brav auswirkt. Was haben wir noch? Das ist vier. Verstand, unser Verstand, der uns in die unserer Programmierung, die Festplatte. Ja, der uns ordentlich blockiert. Und Memory, Vision, Imagination. Gut, und noch eine sechste, fällt mir vielleicht jetzt nicht ein. Und dann haben wir den Unterbewusstsein und der ist eben total aktiv in der Nacht. Deswegen ist es so wichtig für meine Begriffe von dem, was ich verstehe, womit gehst du schlafen? Was am besten träume dir, stell dir vor, das, was du willst, das Leben, das du da haben willst, und dann tust du es mit erschaffen. Ja, die Vorstellungskraft ist letztendlich etwas, wo ich meine Wirklichkeit mitgestalte. Absolut. Ja, und meine Wirklichkeit strahlt dann letztendlich auf meine Mitmenschen und auf mein Umfeld über. Ja. Klaus, du wolltest was sagen? Naja, ist es nicht eigentlich letztendlich die Bewertung, die was wir tun? Wir bewerten doch immer. Und genau daher werden wir auch programmiert. Wie du vorhin den Glauben genannt hast, Glaube heißt ja nicht Wissen. Wir glauben an etwas. Ja. Aber wenn ich mich aber programmieren lasse, wie ich gerade sagte, ist das ein anderer Weg, den wir da, die Bewertung halt. Weil wir machen auch unterbewusste Bewertungen. Aber wenn man nachdenkt, kommen wir immer wieder drauf, ja, weil ich mir meine Meinung ja so bilde, habe ich ja auch eine Bewertung mit im
mein Gedankengut ganz einfach, obwohl ich es nicht immer bewusst wahrnehme. Danke, das wollte ich Ja, einfach. Moment, Moment, Moment. Ich möchte kurz was dazu sagen. Die Bewertung machen wir im Unterbewusstsein in der Zahlenmatrix, dass wir Zahlen von 0 bis 1, 2, 3, 4, 9 quasi einen Wert geben, aber der Lebenswert ist eigentlich die liegende 8 als Symbol. Die Da kommt unendliche. gar keine Zahl drin vor. Und diese Bewertung oder die fehlerhafte Bewertung, dass wir also den Lebenswert, den unendlichen Lebenswert mit der liegenden 8 in Missachtung von irgendwelchen geltenden Werten, die wir zu Geld gemacht haben, was eigentlich gar nicht existiert, was also nur eine Fiktion ist, quasi uns gegenseitig korrumpiert haben in den Bewertungen. Ist das rübergekommen? Na, weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch einmal noch besser in dem, also für mich ist es klar, alles liegt, unsere Herausforderung in der jetzigen Zeit ist, versuche nicht zu bewerten. Weil Ja, egal wie ich mein weil Gegenüber ja. einschätze, um es nicht bewerten zu nennen, rede ich doch letzten Endes nur über mich selbst. Bewerte ich Ja. etwas als teuer oder billig, wenn wir vom Geld reden, bewerte ich meine eigenen Leistungen als teuer oder billig. Ja, Wir reden immer nur über uns. das ist die eigene Wertschätzung, die eigene Wertschätzung. Und wenn ich die eigene Wertschätzung in Zahlen definiere und nicht in Lebenswert, dann korrumpiere ich mich selber in meiner Wertschätzung, in meinem Wert und in meinem Ausdruck. Ja, Ich weiß nicht, und ob ich alles verstehe, aber Fakten sind ja, wir haben ja nur Zahlen von 0 bis 9. Und wir haben alles aufgeteilt von 0 bis 9, letztendlich. Es ist ein Komplex. Das ist unsere Zahlenphysik oder die Zahlendynamik, die Zahlen nach außen Informationen wir erkennbar machen können. Das sind einfach gewisse Gesetzesgebenheiten oder Bewertungen, weil wir nur diesen Horizont so weit vielleicht entwickeln konnten. Deswegen haben wir das zu einer Art Norm vielleicht lebendig gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch damit verstehe, aber ich bringe das nochmal so mit rein. ja, wenn ich das nochmal ganz kurz ergänzen darf. Zahlen haben keinen Wert. Der Wert von Zahlen ergibt sich immer nur durch die Vorsilbe, was der Wert oder die Zahl darstellen soll, oder eben von dem Präfix, also von dem Nachwert, also als, was weiß ich, Dollar, Yen oder wie auch immer. Oder auch liebenswert, ist ja auch egal. Ja? Also wenn ich liebenswert definiere in gut, schlecht oder weniger gut, dann habe ich ja auch mehr oder weniger nicht die Zahl, aber eine Bewertung. Und wenn ich die Bewertung aber weglasse, in lebenswert umsetze, dass wir also quasi auf einen Nenner kommen, weil es ist, die Substanz ist Leben und Leben ist unverhandelbar und unveräußerlich. Und dieses Bewusstwerden, dass wir jetzt also wirklich eine Substanz sind oder auf einen Nenner sind, oder wenn wir diese Wertigkeit auf einen Nenner bringen, dann ist das nur die liegende Acht, die Symbol und Zeichen für ewiges Leben ist, also für endloses Leben. Ja, Und das ist verständlich, weil die Acht ja immer wieder sich verbindet und keine Öffnung ist oder ein Ende ist wie eine Sackgasse. Das kann ich ja noch verstehen, aber jede Art von Zahl, 1, 2, 3, 4, wie auch immer, hat auch eine Definition von Information. Und sicher, natürlich, der Fluss ist die Acht oder man kann auch die Null sehen als Rundung, sage ich jetzt mal. ja. Aber die Null ist kein energetischer Ausdruck. Sie ist nur ein Potenzial. Okay. Ist okay. So, ich lasse euch beide wieder. Im Chat, da wird auch viel geschrieben. Ja, hier die Natur bin ich, hier nicht, aber ich lebe mitten in der Natur, mitten im Dschungel und das ist auch sehr schön. Das darf ich Absolut. kurz sagen. Und ich möchte noch mal kurz einbringen, hier wird noch geschrieben, die lebenswerte Abhängigkeit untereinander erkennen, sogar überlebende Zellhaufen. Was das bedeutet, lieber Hans, kann ich nicht sagen. Vielleicht kommst du mehr in die Thematik rein, indem du das richtig ansprichst. Danke. So, bin schon wieder weg. Ja, danke. Ja.
Von Bewertung gesprochen, sage ich auch, es gibt so vieles in der Kommunikation, in der verbalen Kommunikation, wo wir an und für sich uns selbst herunterlassen, wie was immer ich getan habe und man gibt mir Danke und ich gebe als Antwort keine Ursache, dann tue ich mich gleich meine Arbeit, meine Tätigkeit als Ja, nichts kein anderes. ist schon eine Negation und dann ist es eine Ursache. Ja, nein, aber was ich damit meine, ist, es war nichts wert. Ja, keine Ja. Ursache, es hat mir nichts, keine Mühe gemacht. Stimmt doch nicht. Ich habe meine Zeit, meine Liebe, ja, investiert und somit hat es sehr wohl einen Wert. Ja? Ja, aber der Lebenswert ist eigentlich unveräußerlich. Das ist der Wert der liegenden Acht. Und wenn wir den wieder achten, wie es auch in der Sprache ist, also die Acht zu achten, nicht die stehende Acht, sondern die liegende Acht, dann brauchen wir auch keine Zahlen mehr, sondern achten nur noch das Leben, weil es ist ja alles Leben, es ist alles ein Wir. Und in dieser Wir-Form oder in dieser Achtsamkeit bekommt die Liebe in der Harmonie und in der Bedingungslosigkeit eine ganz andere Wirkkraft oder eine wesentlich größere oder grenzenlose Wirkkraft, die wesentlich auch mehr bewirken kann. Richtig, absolut, absolut. Ja? Sehr gut Und ausgedrückt. es ist, ich meine, mir fällt es auch noch schwer, so ein bisschen auf die Sprache zu achten, dass das, was ich wirklich will, auch rüberkommt. Und nicht nur irgendwas daherplapper, was ich schon gewohnt bin aus meinem Verstand oder wie. Es ist wirklich ein Selbsttraining, wo jeder an sich selber arbeiten darf, um ja optimal und gut im Zusammenleben da zu sein, für andere da zu sein, helfend da zu sein, schenkend da zu sein, weil nur in dieser Form können wir uns letztendlich bereichern. Alles andere in Zahlen oder Bedingungen oder in struktureller Gewalt zu denken, das ist das, was uns die letzten 6000 Jahre immer wieder in Form von Krieg oder Kriegereien oder ich will was von dir kriegen, unser Leben korrumpiert hat. Also nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Natur. Ja, richtig. Und da um darüber zu reden, man darf sich bewusst werden, immer mehr und mehr über die verschiedenen Naturgesetze. Ja? Und desto mehr wir lernen, mit den Naturgesetzen zu leben, achten wir einfach alles, was Leben ist. Und eines der wichtigsten Lebensgesetze oder Naturgesetze ist nun mal Ursache und Wirkung. Ja, das Resonanzgesetz. Ja, Ursache, Wirkung, Saat und Ernte. genau. Und so Resonanzgesetz kommt bei mir eben mit der Schwingung, sie alle interagieren. Man kann sie fast nicht trennen. Eins, Man kann diese sieben sind untrennbar. interaktiv, die sind untrennbar. Ja. Untrennbar. Ja. Ja, genauso wie das Leben untrennbar ist. Deswegen kann man eigentlich auch etwas, was ich haben möchte, gar nicht kaufen. Ich kann es mir nur schenken lassen. Gut ausgedrückt. Und dann kommt es dir auch daher. Und du Ja, sagst, dann kommt es auch. Dann kommt es auch. was für ein Zufall, sagt man dann Genau. noch. Dann traut man sich das noch als Zufall zu bezeichnen. Ja, Ja. es ist halt einfach so. Ich sehe auch keinen Grund dafür, etwas, mit dem ich energetisch angebunden bin, was zu mir gehört oder auch ich energetisch auch zu mir fühlend empfinde, dass ich da noch was für bezahlen soll. Das ist Aber einfach ein Unding. für mich ist ehrlich gesagt, das ist ja auch nur eine Energie, so wie Brot und Weizen und weiß Gott was. Es ist einfach etwas, das fließen will, von A nach B und von B nach C. Ja, aber Geld oder Tauschmittel sind keine Energien in dem Sinne, weil Korruption ist ein natürlicher Prozess, der entweder durch Energiemangel stattfindet oder durch zu viel Energie. Weil bei natürlicher Energiezufuhr, die wir eigentlich normal haben am Tage, haben wir immer Regenerationsprozesse und Kreationsprozesse des Lebens. Prozesse, die Leben minimieren, haben wir nur bei Energiemangel. Und das kann man auch sehr deutlich an Phänomenen feststellen. Wenn man ein Glas Wasser hat und legt einen großen Eiswürfel obendrauf, dann fängt das Wasser auch an zu verdunsten. Es korrumpiert. Es geht von der Dichte in die Lichte. Und
wenn man das Wasser im Glas erhitzt, dann verdampft es auch. Ja. Das sind eben diese drei, das ist die Trinität der Einheit, des Lebens, des Zusammenlebens. Genauso wie Informationen sich zusammen in Resonanz zusammenkommen, also sich zusammen komprimieren, in die Dichte gehen, dass es eben etwas durch gedankliche, geistige Kraft und Ausstrahlung auch dann auch zu mir kommt. Absolut, ja. Ja, da habe ich mich ein bisschen verloren mit dem Wort Korruption, weil da kommt meine kolumbianische Verständnis drunter. Ja. Korruption ist eigentlich nur ein Zersetzungsprozess. Ein Prozess der Zersetzung, der Zerreißung, der Verderbnis, das ist Korruption. Und es symbolisiert letztendlich ja, das, was in der Dichte ist, wieder in die Lichte geht, also auseinander geht. Okay, sehr schön. Ja. Ja, und wenn wir fehlerhafte Gedanken haben oder über Krankheiten reden oder so, dann machen wir uns durch die Gedanken selber krank. Ja. Weil die Energie der Gedanken, der negativen Gedanken auch in uns Blockaden bewirken, die letztendlich die Krankheit machen. Und wenn wir die Energien in uns blockieren oder haben, oder dann bringen wir sie auch ständig oder aufgenommen haben, infiziert haben, dann bringen wir sie auch zum Ausdruck. Ja, natürlich. Und das ist es ja, das, was die wenigsten wissen, wie sehr, also es hat mal einen Test gegeben von Kind, eine Mutter hat ein Kind gehabt und eine ganze Gruppe hat gut über das Kind denken sollen und die Mutter sollte schlecht über das Kind denken, ja? Und da hat man es kinesiologisch getestet und das Kind war schwach. Die ganze Gruppe hat positiv gedacht, die Mutter negativ. Und als es umgedreht war, die Mutter hat es positiv, die ganze Gruppe negativ über das Kind, war natürlich das Kind stark. Und wenn man dann bedenkt, dass, als wir das erzählt haben in einem Seminar, ich hatte es damals übersetzt, wir waren in Tschechien, in Prag, springt ein Arzt aus den Teilnehmern und sagt, jetzt verstehe ich, warum ich so schlecht Fußball gespielt habe, als ich klein war. Das heißt, die Gedanken der Mutter, die sich Sorgen macht über ihr Kind, dass es sich nicht verletzt oder was auch immer, haben gemacht, dass das Kind nicht wirklich frei spielen konnte. Weil es war gehindert durch die Gedanken, Sorgegedanken der Mutter. Und wenn man das bedenkt, dass wenn man sich über etwas Sorge macht, den Ganzen an für sich hinunterzieht, dass es noch schlimmer wird, anstatt lernt, stell dir vor, dieser Mensch macht genau das, was ihm am liebsten ist, damit helfst du ihm gesund, so schnell wie möglich gesund zu werden, weil du tust ihn unterstützen. Richtig. Wenn wir einen Gedanken empfangen oder Impulse empfangen, die einen Gedanken auslösen, letztendlich, wenn es ein guter Gedanke ist und wir diesen Gedanken ausweiten, ausdehnen, dann strahlen wir das auch nach außen aus. Und dann hat das auch seine Auswirkung auf mich selber, in meinem Kraftvollwerden, auf meinen Mitmenschen, die in meiner Nähe sind und auch auf das Umfeld, was mit agiert. Es ist ja alles in eins, man kann nichts trennen. Die Trennung ist eigentlich nur durch unsere Sprachmatrix entstanden. Deswegen dürfen wir alle Grenzen loslassen. Und Das hat ja Masaru Emoto bewiesen. sehr gut sogar. Und da sind es auch wieder diese Trinität, ne, zwischen gesund erhalten, also regenerieren durch gute Begrifflichkeiten. Und wenn ich schimpfe, dann wird es eben nichts. Und wenn ich es nicht beachte, ist es genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Nur dass das eine wird pilzig und das andere wird gammelig. Ja, Ne? und es ist Und erwiesen, dass Nichtbeachtung bei Weitem schlimmer ist. ja. Deswegen tun viele Kinder lieber schlimm sein, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu holen. Noch immer besser ein Schlag oder ein Schreien von den Eltern oder eine Verwarnung als gar keine Beachtung. Das ist aber die Reflexion, ne? Wenn die Reflexion ausbleibt, dann stirbt auch der Impulsgeber. Ja. Das ist das Wesentliche bei der ganzen Geschichte. Ja, genau, absolut. Und das ist
Das macht ja, dass die Kommunikation einfach das Wichtigste ist. Und wir werden von Mal zu Mal einfach feinfühliger. Somit weiß man einfach, und das ist das, was ich auch den Eltern sage, was wollen sie denn? Ist es nicht grenzgenial, dass ihr Kind oder ihre Tochter jetzt irgendwann mal ein Gespräch führt mit einem jungen Freund und er redet egal was und sie spürt ganz genau, was die Wirklichkeit ist, was er da redet, dass es er meint, sagt A, aber meinen tut er total Z. Ist doch viel besser, dass sie so weit selbstsicher ist, sich selbst vertraut, was sie spürt und sagt, nein, ich gehe nicht mit ihm tanzen, weil der hat ganz was anderes vor mit mir als das, was er sagt. Und das ist eben dieses unsichtbare Kommunikation mehr und mehr trauen. Ich sehe dieses Phänomen in der Form, dass also auch die Seelenmenschen, die ähnlich in ihrer Ausstrahlung sind, immer mehr zusammenkommen. Ich finde jetzt Freunde, die in meiner gleichen Weise arbeiten und auch und dadurch, dass wir ähnliche oder gleiche Referenzen haben, dass wir uns auch gegenseitig stärken. Ja, Das das wurde so ist. wunderschön in dem Film Die neuen Prophezeiungen von Celestine, die ja in Peru gespielt wird, so wunderschön gezeigt in dem Video, wie da die Energie, wenn zwei miteinander arbeiten, wie einfach sie sich gegenseitig die Energie hin und her balancieren und sie wesentlich stärker machen. Wenn die Energie in Bewegung ist, in wechselwärtiger Bewegung, dann ergänzt sich, dann schaukelt sich das auf letztendlich, es beschleunigt sich. Ja? Nicht nur das, Wenn sondern aber einer dabei ist, das Ganze zu unterbrechen oder frequenzmäßig runterzieht, energetisch runterzieht oder bis zum Stopp missachten fallen lässt, dann baut sich der Energiefluss ab. Und es kommt dann zu den Energiestauungen. Und diese Energiestauungen machen letztendlich Krankheiten oder bewirken Krankheiten oder Blockaden. Erst die Blockaden und dann die Krankheiten. Ja, und da gibt es so viele Ausdrücke, die einem wirklich mir zum Herzen wehtun, wenn man auch allein im Supermarkt oder sowas Mütter hört, die man sagt, du machst mich noch krank zu dem Kind und solche Sachen. A, Schuldgefühl dem Kind geben und tatsächlich, sie wird ja krank, weil es ist ja ihre Ausdrucksweise. Ja, sie bestellt es ja mit jedem Mal, dass sie es sagt, bestellt sie es ja. Ne? Und das ist hoffentlich. Wird sich das langsam ändern? Also wir tun unser Gutes, gell? Wir versuchen, soweit es geht. Wir gehen als Vorbild, als gutes Vorbild und strahlen das Gute auch nach außen. Und ich finde es wunderbar toll, welchen Job du machst, dass du also Kinder ausbildest oder beziehungsweise dahin führst. Ausbilden ist ja auch nicht der richtige Begriff. Es ist einfach ein Hinführen, Hinzeigen, Hinschauen. Zu einer der Fähigkeiten. Und diese Fähigkeit ist wirklich ein Portal. Ich sage Ihnen immer wieder, ich weiß nicht, wohin es dich führen wird, aber bleib dabei. Und dieses Phänomen ist ja, dass die Kinder, wenn sie geboren werden, eigentlich schon von Natur aus haben. Es wird ihnen Ja. nur aberzogen. Und deswegen ein Appell an alle Mütter, die zuhören oder Väter auch oder Erziehende, erzieht nicht eure Kinder, begleitet sie in ihrem Dasein. Ja, und lasst sie, Versucht. ihr seid nicht zuständig, sie immer zu unterhalten, weil leider Gottes viele Eltern glauben, die Kinder müssen konstant irgendwie beschäftigt werden. Die größten, kreativsten Einfälle sind doch in der Langeweile gekommen. Ja. Und das und dass sie einfach sein, Präsenz ist das größte Geschenk, was sie geben können, die Eltern. Ja, Präsent. Präsenz, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die Liebe und die Harmonie. Ja, aber eben Und auch, ich habe einen Erwachsenen, der die Lernwerkstatt bei uns gemacht hat, und der hat gesagt, sein Vater hätte ihm immer wieder gesagt, du kannst alles werden, was du willst. Aber er hat gespürt, nonverbale Kommunikation, er lügt, weil der Vater natürlich das noch nicht gelebt hat. Noch war er in einem 0815-Job und unglücklich. Und das ist für den kleinen Jungen natürlich unstimmig.
Warum sagt der Papa, du kannst alles werden, was du willst und bist es nicht? Na, aber ich habe da den Erwachsenen versucht zu erklären, zumindest hat er es verbal versucht. Das war der erste Schritt. Es war die Verbesserung von dem, was er als Kind erlebt hat. Ja, er hat sicherlich die Begrenzung noch erlebt. Dann hat er dir zumindest verbal gemeint, du kannst alles werden, was du willst. Und in Wirklichkeit können wir alle. Ja, also es gibt keine Begrenzung. Ja, absolut keine Begrenzung. Aber das Ausstrahlen, das Wichtigste. Die Grenzen sind unsere Indoktrinationen in unserem Kopf, die wir haben. Und die dürfen wir alle loslassen. Die dürfen alle. Wir loslassen. Aber solange wir sie nicht losgelassen haben, weil sie noch unbewusst womöglich noch da sind, dann dürfen wir da an uns arbeiten. Und das macht Spaß. Und wir dürfen Vorbild sein. Indem wir das bei uns eben löschen, wie wir es nennen, oder umtransformieren oder umschreiben oder umprogrammieren. Es gibt so viele Ausdrücke, aber darum geht's. Ja. Wir wurden programmiert mit Worten meistens und wir dürfen uns jetzt mit Worten wieder umprogrammieren. Ja, oder halt eben durch das Empfinden über alle Sinnesorgane, dass wir Worte gar nicht mehr nutzen brauchen. Ja, zumindestens die Worte, die in der Sprach- und Zahlenmatrix überflüssig sind. Dass wir die abstellen und dass wir zumindest verbal noch mit Worten das Gute rüberbringen, weil das Gute geht dann auch in Resonanz und dann bekommen wir auch einen oder finden wir auch einen Weg in ein Paradies, wo wirklich alles paradiesisch ist. Und ich denke, wir haben eine Stunde um. Möchtest du noch etwas loswerden, was du... Karl, jetzt bist du tiefgefroren. Also ich sehe dich. Ups, bei einem scheint es... Jetzt höre ich dich wieder. Okay, du warst kurz weg. Ja, du warst kurz tiefgefroren. Du, nein, also ich finde, es ist Teil der neuen Zeit. Wie gesagt, es gibt das Sehen ohne Augen ist für uns... Man kann es mit offenen Augen hinter der Maske haben oder mit geschlossenen Augen. Immer mehr können das mit geschlossenen, einfach so wie ich da bin. Trotzdem, wenn ich Ihnen irgendetwas zeigen würde, würden Sie sehen, wohin Sie das alles führen wird, welche Fähigkeiten daraus entstehen werden. Wir lassen uns überraschen. Ich sehe es insofern eine gute Wirkungsweise, dass also das Betrügen, das Lügen immer weniger wird. Und wenn das nicht mehr ist, dann sind wir auch in dem Paradies. Und damit darf ich einen Klaus geben. Ja, du darfst. Und jetzt bin ich auch da. Ich brauche gar nicht viel sagen. Aber was ich noch sage, ist, wie gesagt, auch im Chat wurde ja heute viel geschrieben. Vielleicht ist es später die Kommentarfunktion, weil ihr seid jetzt nicht auf die Inhalte unbedingt eingegangen, was wir eingeblendet haben. Aber man kann ja nachher später noch unten in der Kommentarfunktion drauf eingehen, Henning und auch Jaela. Auf YouTube auf jeden Fall. Da könnt ihr schreiben. Könnt ihr ja vielleicht noch eure Wahrnehmung dazu sagen. Jetzt wurde hier gesagt, Rudolf Steiner, Kindererziehung ist Selbsterziehung zum Beispiel. Ja, wenn wir Kinder ziehen, machen wir auch Selbsterziehung. Ja. Wobei das Wort oder die Begrifflichkeit Erziehung auch wieder so ein allgemein, Henning, die ganze ein guter Begriff ist. Die ganze Sprache dürften wir mal wieder überdenken. Ne? Wir sagen ja auch immer zuschauen oder zuhören, aber warum machen wir immer alles zu? Warum können wir nicht mal hinhören oder hinschauen? Ja, das ist doch eine ganz andere Energie. Und diese Energie, das ist nämlich das, was uns auch in unserer Mitte hält. Und wir spüren ein Gefühl. Und dieses Gefühl soll ein gutes Gefühl sein. Warum soll ich bewerten und verurteilen, wenn ich weiß, ich kann auch damit verletzen? Wenn ich das weiß, Henning, von dir gelernt, wir sollten versuchen, lebensfördernde Maßnahmen zu setzen. Und da habe ich den Fokus auf mein ganzes Sein, was ich selber entscheide, tue und auch hinterfrage. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich noch einen Entwicklungsprozess vor mir. Deswegen ist der Mensch nicht schlecht. Aber man kann durch solche Sendungen wie heute den Zugang bekommen und sich vielleicht neu erfahren, sage ich jetzt mal. Ne, so meine Worte dazu. Ich fand es super heute. Darf ich zum Abschluss noch etwas sagen? Sicher. Wenn irgendjemanden etwas triggert, wenn ein anderer etwas einem sagt, dann ist das die Baustelle, die er bei sich selber
reparieren darf. Und meistens triggern uns am meisten die Verwandten, die nahe sind. Reißt die Fenster auf, schreibt der Hans. Ja, Luft soll reinkommen, klarer Fokus und Schönes soll uns bewegen, sage ich ja auch. Ja, ihr Lieben, da, wie gesagt, Kommentarfunktion, ihr dürft teilen, ihr dürft abonnieren und ja, euren Liebsten gerne das weitersenden. So, Ja, ich verabschieden wir uns. bedanke mich fürs Danke. Dabeisein Danke und für die Einladung. bitte gerne und wir hören und sehen uns. Danke, Bis dann. Klaus. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Radio Okito.